Willkommen hier zu Plenum TV, das Magazin, zu unserem Sommergespräch, soweit das Wetter mitspielt. Ich begrüße dazu zwei erfahrene Politiker aus Bayern, selbstverständlich Franken. Zu meiner Linken Michael Brückner, Sie sind CSU-Mitglied, seit vielen Jahren Gärtnermeister und Mitglied des Bayerischen Landtages seit letztem Herbst. Ja. Schön, dass Sie nach München gekommen sind. Sie sind heute erst reingekommen. Für Sie beginnt quasi die politische Saison schon ein paar Tage eher. Ja, ist kein Schaden, nicht. Der Schaden nicht. Zu meiner Rechten, Dr. Peter Bauer, Sie sind freier Wähler, gebürtig in Sachsen, das ist bei Ansbach. So ist es, ja. Sind Zahnarzt, haben auch Biologie studiert, sind auch im Umwelt, sind im Gesundheitsausschuss und Sie sind im Umweltausschuss im Bayerischen Landtag. Sie sind auch beide im Wissenschaftsausschuss, also da geben Sie sich die Hand. Und wir reden über die Dinge, die die Metropolregion Nürnberg bewegt. Und da kommen wir sehr schnell an die Frage, man hat jetzt ein Ministerium, das unter fränkischer Flagge sogar residiert, Landesheimatministerium, was unter anderem auch ein bisschen beschleunigt den Internetausbau. Stadt Nürnberg und das Land zeigen beim Internet Licht und Schatten. Wo genau zieht sich die Grenze? Also im Endeffekt ist es ja so, dass je weiter Sie an die Stadtgrenzen kommen, das ist nicht bloß ein ländliches Problem, das Lamsanger Internet, desto Lamsanger wird es auch bei uns in der Stadt an. Also an den Stadtgrenzen haben wir da schon auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Im Großen und Ganzen ist es ja so, dass wir jetzt schon vieles nachholen. Wir haben jetzt schon 1045 Gemeinden insgesamt in Bayern im Verfahren. Es sind die ersten 65 Genehmigungen überreicht worden. Es werden jetzt nächste Woche wieder Genehmigungsbescheide überreicht. Und wir hoffen jetzt, dass die anderen Gemeinden ihre Anträge auch bald mal so weit haben, dass das wirklich flächendeckend in Bayern der Fall sein wird. Das schnelle Internet. Schnelle Internet gehört fast schon zum täglichen Leben, Daseinsvorsorge wie Strom und Wasser. Ja. Die Freien Wähler sagen, es geht alles zu langsam. Konkret war es ja so, dass wir schon 2008, als wir in den Landtag das erste Mal eingezogen sind, entsprechende Anträge gestellt haben an die Staatsregierung, dass das schnelle Internet als Daseinsvorsorge gilt und dass es vorangetrieben wird. Aber wir haben mehr oder weniger 5 Jahre in Bayern fast versäumt. Das zeigen ja auch die Zahlen, dass also keine Genehmigungen oder fast keine Genehmigungen für ein schnelles Internet gegeben worden sind. Und das ist nun sehr, sehr bedauerlich, weil das gehört einfach dazu. Du hast mal gesagt, die EU-Forderungen und die Anforderungen an die Förderverfahren sind sehr umfangreich. Und der Förderantrag allein ist ein Studium wert mit 40 Seiten. Hat es das jetzt gebremst und ist es jetzt schneller und besser geworden, die Bürokratie? Sagen wir so, wir haben jetzt in Bayern wirklich einen neuen Anlauf gemacht, haben die Bürokratie da rausgeschmissen aus dem ganzen Verfahren und das Antragsverfahren ist jetzt sehr viel transparenter und einfacher. Die Genehmigung von der EU für dieses Antragsverfahren ist auch da jetzt und von dem her, denke ich, war das jetzt ein großer Schritt, den wir in die richtige Richtung gemacht haben. Und fordern ist ganz klar, umsetzen ist halt immer ein bisschen schwieriger. Wir sind jetzt soweit, das Ding läuft und darauf sind wir jetzt auch ein Stück weit stolz. Und dafür wird halt das Internet um ein Stück schneller. Also da ist zu hoffen, dass es sich jetzt auch, dass man die PS auf den Boden bringt, das ist ein anderes Thema. Da platzt im Moment jetzt eine Problematik auf, dass das sehr vielen Menschen auch emotional sehr nahe geht. Die Unterbringung der Flüchtlings- und Asylbewerberströme in Bayern eskaliert in ihrem Gai. Genau. Also die einzige im Moment funktionierende Erstaufnahmeeinrichtung ist halt jetzt in Zirndorf. Wie schaut es denn da aus? Können Sie da uns einen Sachstandsbericht geben? Es sind ja Krisensitzungen am laufenden Band. Ja, was heißt Sachstandsbericht? Also wir haben jetzt in den Medien auch viel darüber gelesen. Wir haben im Prinzip 600 Plätze und haben momentan 1600 Leute drin. Dass die Kapazitäten damit weit überschritten sind, liegt auf der Hand. Das sagen ja schon die Zahlen aus. Die Problematik ist sicherlich auch, dass in München die Erstaufnahmeeinrichtung welchermaßen geschlossen wurde. Aber das sind nicht die einzigen Probleme. Wir haben einfach auch Schwierigkeiten, weil wir wirklich mit den neuen Erstaufnahmeeinrichtungen, die ja beschlossen wurden, dass die kommen werden, nicht in dem Suche vorankommen, wie was man sich das auch vorgestellt hat. Weil überall, wo man sagt, wir möchten eine Erstaufnahmeeinrichtung einrichten, da herrscht natürlich eine große Freude vor.
Man kritisiert zwar, dass man zu wenig davon hat, aber wenn man irgendwo Vorschläge macht, man möchte ja neue errichten, dann geht schon los und man hört bloß Argumente, wieso das alles nicht funktioniert. Und da hat man natürlich schon eine gewisse Schwierigkeit im Umsetzen des Ganzen. Aber da ist ja jetzt sind ja keine Monate zu verlieren, da geht es ja um Tage. Diese Thematik mit den Erstaufnahmeeinrichtungen, die gibt es ja schon länger. So ist es. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das gibt es ja schon seit Jahren. Und wir haben immer gefordert, auch die anderen Oppositionsparteien, eine dritte Aufnahmeeinrichtung in Bayern zu schaffen. Das ist ja regelmäßig abgelehnt worden. Zu den Räumlichkeiten kann ich sagen, es standen genügend Kasernen zur Verfügung, zum Beispiel in Würzburg. Wir haben immer wieder Würzburg vorgeschlagen, dass das die erste, dritte Aufnahmeeinrichtung wird. Das ist halt leider abgelehnt worden. Natürlich kann man mit 1000, die jeden Tag kommen, das Problem nicht lösen, aber man hätte das abmildern können. Und ich kritisiere halt einfach die zögerliche Haltung der damaligen Staatsministerin Haderthauer, die ja dafür zuständig war. So, jetzt spricht man davon, in jedem Regierungsbezirk ein Erstaufnahmelager zu haben. Also ja. Das wird vielleicht noch Jahre dauern und die Bürokratie kommt dann hinzu. Die Verweildauern sind ja auch enorm. Sie selber haben ganz persönlich private Erfahrungen auch gemacht. Sie beherbergen eine Flüchtlingsfamilie privat. Ja, es sind entferntere Verwandte von mir, die ich selber bei mir beherberge. Und ich habe da festgestellt, wie schwierig das Verfahren einfach unter den verschiedenen Trägern ist. Also aus Damaskus, aus der Hauptstadt eben Syriens. Und wir stoßen da wirklich an Grenzen. Selbst ich als Abgeordneter muss immer wieder mit den Kopf schütteln, wie schwierig es ist, die nötigen Papiere zu besorgen. Wenn man denkt, um einen Sprachkurs zu kriegen, braucht man einen Sozialhilfebescheid. Um einen Sozialhilfebescheid zu kriegen, braucht man Bestätigung von der Kindergeldkasse, dass man Kindergeld beantragt hat. Diese Bestätigung dauert aber 6 Wochen. Dann können Sie sich ausrechnen, wie lange es dauert, bis so eine Flüchtlingsfamilie denn tatsächlich in einen Sprachkurs kommt. Da vergehen 2 Monate, da werden die Leute sauer irgendwo. Also wir müssen dann auch in den Verfahren wirklich beschleunigen und dort entbürokratisieren. Und von dem her ist es auch ganz gut, wenn Abgeordnete selber mal solche Erfahrungen sammeln. Und die werde ich jetzt auch dort einbringen, weil ich sage, so wie wir momentan dort arbeiten, so geht es einfach nicht. Also die sogenannten Erstaufnahmelager sind ja zur Dauerwohnstätte geworden, ganz offenbar. Wie kriegt man da Beschleunigung rein? Was gibt es da eine Empfehlung der Opposition? Es gibt einfach die Empfehlung der Opposition, dass man hier flexibler und auf die akute Situation schneller reagiert. Da gebe ich Herrn Brückner vollkommen recht. Es kann nicht sein, dass man durch bürokratische Hemmnisse das ganze Verfahren verzögert. Und wir müssen darauf schauen, dass eben die Erstaufnahmelager wirklich dafür da sind, für die Erstaufnahme, für die Untersuchung, für die formalen Dinge. Aber dann müssen die Personen schnell in entweder Gemeinschaftsunterkünfte oder dann eben in private Wohnungen kommen. Das ist ganz wichtig. Und da sollte man auch eine entsprechende Willkommenskultur im Land schaffen. Da sollten wir wirklich auch unser christliches Menschenbild, unsere soziale Einstellung nach vorne bringen. Das müssen wir auch den Bürgern sagen. Und Sozialengagement kriegt man nicht umsonst. Und das muss auch den Bürgern klar sein. Aber ich denke, wenn wir da gemeinsam Projekte durchziehen, dann wird es auch von Erfolg sein. Aber eines ist klar, so wie es jetzt ist, so wie dramatisch das ist, so wie menschenunwürdig das ist, kann es nicht weitergehen. Also man hört schon in manchen Reportagen, dass Flüchtlinge sagen, wir fühlen uns hier nicht rechtens behandelt. Wir haben einen Anspruch, Menschenrecht, Europa, einen Anspruch auf diese Prozedur, auf die Gastfreundschaft und drohen fast schon mit Widerstand in öffentlichen Plätzen, ja. Demonstrationen, Hungerstreiks. Ja. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Ich erinnere bloß in Würzburg, als es da zur Demonstration gegen die Frau Staatsministerin kam. Das ist ja auch im Landtag ausführlich diskutiert worden. Es gab das Zunähen von Mund. Also davon halte ich also nicht viel. Da sollte man auch dem Gastgeber gegenüber fair sein. Man kann nicht alles zaubern. Aber wir müssen uns gemeinsam hinsetzen und müssen diese Notsituation, diese Sondersituation besser in den Griff kriegen. Und aus medizinischer Sicht, wenn ich das noch sagen darf, in der Gemeinschaftsunterkunft, dass da mal ein Masern ausbricht, ja, das fällt auch nicht vom Himmel, sondern damit muss man rechnen, dass bei so einer Enge, dass es zu solchen Erkrankungen kommt. Aber ist die Politik abhängig von vielen anderen Mitmachern? Also wenn ich so einen Bauhof, ja, der mal ein Zelt genehmigt oder sich öffnet, ja, das hilft einmal für 2 Tage, dann ist, ja, der auch voll. Ja, wobei er so zählt, eigentlich auch keine glückliche Unterkunft ist, wo wir in den Winter reingehen. Also ich muss mich da schon manches Mal fragen, ob da nicht
die vielverrufenen Container wesentlich besser werden, weil sie doch nur eine gewisse Intimsphäre darstellen, weil ja so ein Container einfach bloß eine gewisse Räumlichkeit hat. Da hat man wenigstens nur vier Wände. Ja, so ein Zelt ist also so eine riesen Aufenthaltsstätte, wo ich denke, das macht die Sache nicht besser. Aber im Endeffekt haben wir da momentan wirklich ein großes Problem und ich glaube, die Proteste, die da momentan gefahren werden, das ist auch nicht die Allgemeinheit. Die meisten Leute sind doch froh, dass sie auch hier den Schutz vor der Gefahr, die sie ausgesetzt waren, bekommen. Und wir dürfen auch die Leute nicht ausnutzen und enttäuschen. Wir müssen da auch unsere Gastfreundschaft bieten. Aber das Ganze hat auch gewisse Grenzen, was unser Staat dann leisten kann. Und was man sich da leisten können, darüber wird man sich die nächsten Wochen intensiv unterhalten müssen. Als Franke, der ich ja bin, mich überkommt ein bisschen ein Schauder, wenn ich lese, dass ein verurteilter Mehrfachmörder Freigänge kriegt in edle Restaurants und in Begleitung von der Familie Hardertauer freigeht. Wie schaut es denn da um die Sicherheit aus? Das ist eine Frage, die kann man mal stellen. Das ist ja das Klinikum, der Krankenhaus in Ansbach tangiert. Wie darf da jeder raus oder haben Sie davon gehört und was sagen denn die Wähler draußen? Also zu mir in der Bürgersprechstunde, seitdem es in der öffentlichen Diskussion ist, habe ich jeden Tag Bürger, die vorsprechen und sind empört und entrüstet über die mangelnde Sicherheitslage, wie es damals war. Es kann einfach nicht sein, dass jemand, der in der Sicherheitsstufe 1 untergebracht ist, und das war nun der Herr S. nachweislich, dass der mehr oder weniger ohne Begleitung, und das hat ja jetzt der begleitende Polizist in Anführungszeichen auch bekannt gegeben, er ist ja nicht im Dienst am Wochenende in Begleitung von Herrn S. gewesen, sondern in seiner Freizeit. Das heißt also, es gab keinen polizeilichen Schutz. Sowas ist überhaupt nicht zu verstehen. Die Sicherheitslage ist schwierig. Haben Sie auch einen Bürger, kriegen Sie auch so ein Feedback? Oder? Also ich denke, was wir jetzt da haben, ist jetzt ein Fall, den wir jetzt ja durch die besondere Situation auch mal juristisch ein bisschen besser durchleuchten wird in Zukunft. Sprich, wir werden jetzt sich auch mal, wenn sich die Juristen einmal damit beschäftigen, was denn an der Sache dran ist und wie denn das Ganze gelaufen ist. Und ich möchte jetzt keine Vorverurteilung machen, weil im Endeffekt ist es ja so, dass an jeden erst einmal Freigang zusteht. Wir haben ein deutsches Rechtssystem und wenn da Gutachter das für gut befinden, dass jemand Freigang kriegt, dann hat man das auch zu akzeptieren. Und die Gutachter, die stecken da wirklich oft in einer schwierigen Situation. Also ich möchte mit diesen Gutachtern nicht tauschen, weil die machen einmal was verkehrt, da geht einmal was schief und das kommt groß in die Presse, weil wenn es 1000 Mal gut geht und die Leute tatsächlich resozialisiert werden können, da redet keiner darüber. Der Fall, der spezielle, wo jetzt da liegt, der wird jetzt auch juristisch aufgearbeitet, gehe ich einmal davon aus. Und wenn er juristisch aufgearbeitet ist, denke ich, können wir da mehr sagen, wie wenn wir jetzt reine Spekulationen absenden, was denn da eventuell schiefgelaufen ist. Mich interessiert selber, was schiefgelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Arbeitsgericht ehrenamtlich nicht. Ja, ich meine, Arbeitsgericht hat jetzt damit Gott sei Dank nichts zu tun, von dem her wird es uns nicht betreffen. Also ich bin jetzt schon etwas überrascht, es gibt ja Fotos, wo also der Herr S. in Begleitung von Herrn Hardertauer war, dass man dann von Spekulationen spricht. Also das überrascht mich jetzt schon. Es gibt eine Sondersitzung, da wird dieses Thema umfassend. Ja, es gibt einen Untersuchungsausschuss, ja. Auf jeden Fall. Es muss einen Untersuchungsausschuss geben, denn es kann nicht sein, und das ist meine Erwiderung, wenn also jemand resozialisiert wird, dann kann das nicht in den ersten 3 Jahren auch einen Dreifachmord geschehen. Das ist völlig unmöglich. Der Herr S. ist 88 verurteilt worden und diese Wochenendausflüge begannen bereits im Jahr 90, 91. Das ist nachgewiesen. Da gibt es also Belege dafür, die ich selber zu Hause habe. Also da kann man nicht von Spekulationen und Vorverurteilungen sprechen, sondern das sind Fakten. Dieses Gespräch wird die Fakten nicht bewerten können. Ich bedanke mich trotzdem fürs Kommen. Nürnberg ist ein großartiges Pflaster für viele Themen. Mich persönlich freut immer, dass das Landesministerium mit unterfränkischer Flagge rot und weißer Rechen. Das ist sehr schön. Das war unser Sommergespräch mit ein bisschen Sonne. Ich bedanke mich, Michael Brückner, CSU-Abgeordneter im Bayerischen Landtag und Dr. Bauer, Freie Wähler-Abgeordneter hier in Maximilianum fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal, Plenum TV, das Magazin hier bei Frankenfernsehen.